Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Yay! Wir befinden uns immer noch in der Wüste Ranel und können ein altes Minenkart diesen Abhang hinunterschieben, um eine Abkürzung freizulegen. Yay! Das ist doch mal eine schöne Beschäftigung. Falls wir da dann jemals wieder rüber müssen sollten. Ich weiß ja nicht, ich glaube irgendwie... Wir müssen schon nochmal auch zu Fuß durch die ganzen Gebiete und so. Ich weiß ja nicht, wenn wir das erste Mal da sind, können wir doch die ganzen Stadttore benutzen. Ja, aber trotzdem ist es ganz praktisch. Ja, es ist auch viel zu haben. Naja, egal. Vorne ist auf jeden Fall wieder so eine Zielscheibe. Ich vermute mal, das sollte man sich merken. Die braucht man bestimmt irgendwann noch. Man muss sich eher merken, dass da oben ein Durchgang ist. Ja, das auch. Ist wichtiger. Dass dann da Zielscheiben dran sind, ist dann auch wichtig. Ja, klar, aber... Und da finden wir weitere Heuballen. Wuhu, mit einem Herz. Ich wünschte, ich könnte die einfach als Wüstengras fangen, aber nein. Außerdem, juhu, ein Durchgang in ein neues Gebiet. Yay. Sind wir endlich vor dem nächsten Tempel angekommen? Nein, wir sind am Tempel der Zeit. Okay, dann lernen wir hier doch die Hymne der Zeit, das wäre ja praktisch. Scheinbar scheint Zelda an diesem großen Tempel zu sein. Die Aurasuche führt uns dorthin. Das wäre falsch stolz auf dich, wenn sie wüsste, dass du gerade die Aurasuche benutzt hast. Ja, ich habe sie eigentlich nur benutzt, um zu demonstrieren, weil ich wusste ja, dass es da ist, aber... Ja, jetzt Ausreden suchen. Ja. Ja, und davon haben wir mal wieder so ein lustiges Minenkart. Können wir das tatsächlich ausnahmsweise mal wieder benutzen? Da oben ist ein Kristall auf diesem Vorsprung. Käfer, go! Ich hätte wahrscheinlich auch die Schleuder benutzen können, aber... Nee, wer benutzt schon die Schleuder? Ja, ne? Kannst du das auch direkt diesen anderen Kristall da links aktivieren? Der bringt mir aber nichts. Ich könnte schon, aber der bringt mir nichts. Noch nichts. Okay. Gut, trotzdem. Tun. Ja, aber es kann ja immer nur einer gleichzeitig aktiviert sein. Achso. Echt? Ja. Hä? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und tschüss! Elektrobockblind. Und hallo Äonenblume. Yay! Ein seltenes Item. Oder auch nicht so selten. Ja. Das gibt's halt nur, wenn man in diesem Gebiet, wo man die Vergangenheit reist, und halt, wenn man nicht dran denkt, sie mitzunehmen, sind sie selten. Ansonsten nicht. Hineinklettern, juhu, auf über die Schlucht. Ich find's toll, dass in der Vergangenheit da eine Energiestrecke im Nirgendwo herrscht. Ja, die haben hier halt dann noch Brücken gebaut, die sind halt irgendwann eingestürzt, über 1000 Jahre. Naja, passiert. Stimmt. Die Brücke gar nicht so registriert gerade. Ja, da müssen wir wohl einen weiteren Kristall aktivieren. Moment, dafür brauche ich eine Bombe. Oh. Brauchst du eine Bombe? Da. Ja, da brauche ich eine Bombe. Wieso brauchst du dafür plötzlich eine Bombe? Weil ich einmal ganz oben drauf fliegen muss und dann die Bombe da reinfallen lassen muss. Aha. Der Zeitstein da in der Mitte ist. Ha, wenn man schon Dinge weiß. Das ist natürlich Cheating. Und du kannst mit dem Käfer auch ganz viele tolle grüne Rubine einsammeln. Ja, oder ich kann es auch sein lassen. Klingt nach einem Plan. Und die grünen Rubine lieber Deko sein lassen. Das sieht hübsch aus. Ja, wie du jetzt siehst, ist hier halt der Stein wieder deaktiviert. Tatsächlich. Ist mir nie aufgefallen in den vorherigen Gebieten. Es kann eben immer nur ein Stein gleichzeitig aktiviert sein. Und da ist ein Gegner noch in dem Ding rumhängend an der Decke. Und da der Käfer gerade in dem Minenkart drin steckte, dank Perspektive konnte ich den nicht losschießen. Hallo, komische Pflanze. Bam, stoppt. Ja. Dass die niemals lernen, dass metallene Käfer gefährlich sein können. Die hat Glibber fallen lassen. Die Glibber fallen lassen? Ja. Seit wann können die Pflanzen... Achso, stimmt, hat's mir erzählt. Die können Glibber fallen lassen, aber den können wir leider nicht einsammeln. Pff, das ist natürlich mal wieder genial. Genauso wie die letzte Monsterkralle. Außerdem fährst du gerade permanent in die andere Richtung. Kannst du unterwegs nicht anhalten? Fährst du immer bis zum Ziel? Ja. Achso. Und da dein Tor ist... Ich hatte gehofft, der würde da einfach drin stehen bleiben, aber nein, scheinbar sind wir automatisch wieder zurückgefahren. Ja, gut. Und dann aktivieren wir ihn halt jetzt. Käfer, Power! Damit, oh mein Gott, das Tor ist aufgegangen, habe ich nicht gerechnet. In der Tat nicht. Das war ein sehr kompliziertes Vorhaben. Die Frage ist, warum die überhaupt einen Schalter gebaut haben, um da ein Tor hinzustellen. Die Roboter, jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben schon interessantere Schalter in vielen anderen Spielen gesehen. Das stimmt wohl. Das ist eine weitere Äonenblume. Ja, und da vorne ist ein weiteres Artefakt der Göttin. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, das wir gleich holen können, müssen, wie auch immer. Und das hier vorne ist nicht der nächste Tempel, oder ist das der nächste Tempel? Was ich mich gerade frage, ist, ob das immer noch Gras-Dekus sind oder ob das inzwischen Sand-Dekus sind. Dies ist ein Fels-Oktorok. Das sind also keine Gras-Oktoroks mehr. Diese
Gallerartigen Wesen leben für gewöhnlich im Wasser und spucken Felsen, doch diese Art ist an Land beheimatet. Besetzt der Text ja noch selber über den Grasoktopus. Auf seinem Kopf sammeln sich Steine. Das sollen Steine sein, das sieht mehr aus wie getrocknetes Gras. Ja, Dito. Die er nur zur Tarnung einsetzt, um andere Lebewesen zu attackieren. Hinterhältiges Mistviech. Ja. Es ist möglich, die ausgespuckten Steine mit dem Schild wieder auf ihn zurückzuwerfen. Ja, kennen wir schon. Du hast diesen Gegnertypus einmal besiegt, aufgrund der niedrigen Zahl ist eine genauere Analyse unmöglich. Oh, du bist ausgewichen, anstatt ihn zurück zu reflektieren. Was soll das denn? Bams! Und erledigt. 5 Rubine. Richtig spendabel. Da vorne ist ein weiteres Sandzikadenviech. Gefangen. Ja. Sehr elegant. Brauch ich Bomben? Ja, einen. Brauchst du. Und ein weiterer Sandoktork. Er hat dich getroffen. Oh, der hat mich auf größere Entfernung getroffen, als ich dachte. Jetzt musst du ein neues Herz ansammeln, am besten direkt von ihm selbst. Ja. Wunderherrlich. Ach, es ist nie unser Geron, Freund. Was macht der denn hier? Wir wissen es nicht. Die Frage ist, wie er hierher gekommen ist. Ja, eben. Da war ich zu schnell. Aber erzähl uns doch mal interessante Sachen. Oh, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dich trifft man wirklich an den verrücktesten Orten. Das könnte ich dir auch sagen. Kann sein, das sagt ausgerechnet er. Aber hör mal, ich habe ja gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Ah ja. Dies ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Das ist ja schön. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Du meinst, abgesehen von mir. Du hast ihm nicht erzählt, dass wir Zelda suchen, oder? Mist. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie die alten Schriften schildern. Einfach nur ein weißes Kleid. Ja. Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen. Aber dann sind die Steine in den Weg gefallen. Aber da gab es eine Explosion. Das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Was für ein Grund bin ich eigentlich? Ja, du könntest ja einfach essen, die Steine. Dabei wüsste ich nur zu gerne, was sie da gesucht haben. Also, Goron, essen Steine. Kollege, du könntest dir den Weg einfach freimampfen. Kann nicht so lange dauern. Ja. Zelda! Eure Suche sagt uns, wir müssen da rein. Ich schätze mal, den Weg können wir nicht einfach so freisprengen. Nee, leider nicht. Aber es gibt ja noch diesen anderen Eingang. Dun, dun, dun. Ob wir da irgendwann mal durchkommen werden, wer weiß. Ja, also ich habe so das Gefühl, das wird ein sehr komplizierter Weg, da reinzukommen. Oh nein. Das ist gut. Quatsch. Also werden wir das in den nächsten 10 Minuten schaffen, ja? Vielleicht nicht. Das vielleicht nicht, aber... Ja, gut, dann ist es ein langer Umweg. Und diesen Bombenangriff! Da sind 5 Rubine drin. Das heißt, der Käfer muss jetzt selber nochmal ganz da hochfliegen, um die Rubine zu holen. Also, ja, oder wir ignorieren es einfach. Ja. Was ich tun werde. Werden wir diese Rubine einfach nicht bekommen. Ratter. Bombenangriff! Aha! Ein Zeitkristall. Wer hätte es gedacht? Ja, ne, dann... Da könnte man sicherlich wieder die Schleuder für benutzen. Latschen wir da ein bisschen näher ran und bombardieren das Ding gleich nochmal. Wir benutzen schon die Schleuder, ne? Ja, wir benutzen schon die Schleuder und wir crashen schon mit dem Käfer da rein, damit man auch sprengen kann. In der Tat. Hui, das Kart wurde reaktiviert und der Robo daneben auch. Also und die Boblins daneben auch. Ja, die Elektroviechers. Jesus, na gut, dann Himmelsschwert. Was, der ist nicht rausgeflogen? Na gut, dann halt ein Fangstoß und weg ist er. Wo ist der andere? Da vorne. Da vorne ist noch einer am anderen Ende dieses Gebietes. Hilfe! Danke, dass du meinen Angriff gerade abgebrochen hast. In der Tat. Damit ist das Himmelsschwert nicht mehr aufgeladen. Wobei du ihn gerade damit getötet hättest. In diesem Moment hätte er nicht Hilfe gesagt. Ironisch. Ja, ne Luftstoß und Fangstoß. Ja, das ist eigentlich doch die einfachste Art und Weise, diese Viecher zu töten, solange die nicht in Gruppen auftauchen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist definitiv die effektivste Methode gegen die Zurückstoßen. So, jetzt geh aus dem Weg. Uff, das war knapp. Danke für deine Hilfe. Ja, jetzt lass uns rüberfahren. Dies ist der Tempel der Zeit. Wissen wir. An diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Ab in die Vergangenheit. Verwirrend. Wir halten die Umgebung des Tempels sauber. Zum Zeitportal gelangst du durch das Tor. Nur, dass das Tor kaputt ist, Kollege. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Ranel-Steinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Hier. Und jetzt zeichnet er uns auf der Karte ein. Das Bling, ist nett von ihm. Da. Bling. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Wie, diese Karte hat Fehler? Das ist eine neue Karte. Keine antike. Ja, es gibt wieder antike Karte. Ah, so sieht das also alles aus, wenn es in die Vergangenheit gesetzt ist.
Das Ranellensteinwerk ist da vorne. Ja, allerdings müssen wir dafür erstmal überhaupt alles davon in die Vergangenheit setzen. Haben wir jetzt die ganze Zeit die antike Karte oder wie sieht's aus? Ja. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Danke, Fall, sag's einfach! Ja. Die Übereinstimmung dieser Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ja, das war das eine hat ein Sandmeer und das andere ist grün. Hat überall Bäume stehen. Ich schätze, dass die WR-301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Ja, da wäre ich auch selber nicht drauf gekommen. In der Tat. Das war wieder so was von... Noch einmal für Idioten. Fei, ehrlich. Ich will einen Rubin haben. Ich will auf 500 kommen. Warum ist hier nirgendwo ein Rubin drin? Weil das Spiel dich hasst. Scheinbar hasst dieses Spiel mich. Auf der anderen Seite wirst du gleich irgendwo einen bekommen. Also, ja, rein ins Kart. Oder aktivier erstmal den da vorne, damit wir da drüber kommen. Ja. Pong. Aber deaktiviert sich da nicht der andere Kristall? Der andere deaktiviert sich, ja. Aber also sind wir in Reichweite. Die Karte müsste, glaube ich, noch ein rein. Reichweite sein. Nee, halt nicht, da rein. Ich wollte gerade sagen, aber wir können es da reinschieben. Das ist ja das Praktische an den Dingern. Vor allem ist der Roboter jetzt nicht mehr in Reichweite. Yeah. Hat viel geholfen, dass wir ihm geholfen haben. Ja. So, jetzt schnell den Himmelsstrahl aufladen, weil wir jetzt im Drive-By das Ding aktivieren müssen. Das ist ja nett gemacht. Ist echt nervig, dass man den nicht bremsen kann. Aber gut. Ja. Yay, wir haben eine weitere Kiste im Himmelsreich aktiviert. Was wird sie beinhalten? 300 Rubine, eine neue Abenteurertasche? Was? Dinge. Dinge. Außerdem wegstecken. Yay. Und wieder rausholen. Ich habe so das Gefühl, zu dem Eingang dieser Mine zu kommen, wird dank Kartenunterschied deutlich länger dauern, als es eigentlich müsste. Nach Karte müssten wir mehr oder weniger davor spielen, wenn wir da vorne wieder rauskommen. Ja, ich glaube, das wird wie gesagt nicht so leicht. Konnte doch nicht nur einen Rubin geben. Aber wir müssen hier. Das, da vorne ist der Eingang. Naja, deswegen. Hier ist natürlich überall Sand und Sand und Sand. Und Sand. Vor allem. Nebenbei auch noch. Ja, nebenbei auch noch Sand. Aber wir könnten jetzt natürlich das da aktivieren und dann den da aktivieren und dann wieder zurückfahren. Aber man kann keine Abkürzung hierhin zurück aktivieren, von daher Unsinn. Kann man hier einfach reingehen. In der Tat. Ich weiß nicht, wozu das dann überhaupt da ist. Naja, wahrscheinlich, wenn man wieder zurück will auf die andere Seite. Ja, für den Fall, dass man irgendwie trotzdem auf die andere Seite zurück will. Warum auch immer man das wollen soll. So, erstmal den Vogel töten. In der Tat. Mit Topspeed knallen wir die Bombe auf den Kopf. Ja. Da können wir wieder graben, wie man sieht. Juhu, graben, sinnlose Items, ein Rubin, Stücke Herzen, die wir sowieso schon voll aufgefüllt haben. Boom. 20 Rubine. Und da ist er explodiert. Ja, nee, jetzt mit dem Treffer. Ja, und ein Herz, Ah, oh, danke, Spiel, du bist so gütig zu uns. Ja, das Spiel ist wirklich sehr gütig. Ja, und weiter geht's. So, wenn wir jetzt hier auf die Karte sehen, sehen wir, hier sind komische graue Linien eingezeichnet. Leg mal ein Leuchtzeichen auf die rote Stelle, damit wir sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Pling. Wunderschön. Da. Ja, unter diesem Stein da vorne. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, wir sehen, dass hier diese grauen Stellen sind. Scheinbar waren da in der Vergangenheit mal Wege, aber wir sind jetzt in der Zukunft. Was machen wir jetzt? Kein Treibsand mehr! Yay! Da ist diese Karte tatsächlich nützlich. Überall da, wo diese grauen Stellen sind, ist tatsächlich kein Treibsand, sondern wir können da einfach drüber laufen, weil hier eben früher mal hochgelegene Wege waren. Das ist natürlich sehr praktisch. Was uns Fei jetzt auch nochmal erklären würde. Des Weiteren Verwirrung! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Sag's einfach, Fei! Gebieter, du stehst auf Treibsand, ohne zu versinken. Nein! Nein, wirklich! Ich empfehle dir, die Karte zu konsultieren. Ja, sie erklärt jetzt alles, was ich gerade schon erklärt habe. Auf dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ja. Ich empfehle, Signallichter auf die Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Wir haben nur eins. Oder man merkt sich einfach, dass die immer in einem bestimmten Winkel laufen und man einfach an den noch dastehenden Teilen sehen kann, wo die Straßen sind. In der Tat, ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Oh, das heißt, wir kriegen jetzt noch eins. Yay. Wow! Wir kriegen noch vier. Jetzt haben wir sie auch bei der maximalen Anzahl, man kriegt nicht mehr als fünf. Okay. Aber man hat jetzt fünf Signallichter. Cool. Das heißt, wir können jetzt die ganze Karte blau leuchten lassen, wenn wir lustig sind. Mehr oder weniger. Juhu, das klingt nach einer sinnvollen Beschäftigung, einfach nur Signallichter zu setzen. Ladidadida, ich kann mal so ein bisschen rüberrennen. Hier ist nichts, Käfer. Es ist da. Ja doch, da ist eine Libelle. Ja, da ist eine Libelle. Wow, es ist!
Eine Gerudo-Libelle! Die hatten wir schon mal irgendwann gefangen. Ja, Versendung, diese blablabla Rubine, blablabla, durchsichtig wie Glas. Ja, uns fehlt nur noch ein einziges Insekt. Damit haben wir zwei Gerudo-Libellen. Ich schätze, dieses eine Insekt kriegen wir nicht in diesem Gebiet. Nee, kriegen wir nicht in diesem Gebiet. Das war ja klar. Wir haben schon mehr als genug neue Insekten in diesem Gebiet gekriegt. Ja, und Jack! Und dann zerstören wir hier vorne noch dieses Ding. Jack! Das war sehr gut nachgemacht. Das finde ich auch. Dann geht's hier jetzt entweder geradeaus oder links rein, weil ich schätze mal, hier ist nichts außer dieses Ding. Also du kannst natürlich da einmal rumlaufen und auf die Straße auf der anderen Seite gehen. Dafür reicht die Ausdauer, glaube ich, nicht. Dann riskieren wir das nicht, sondern gehen einfach Richtung Mitte. So, und wie man sieht, hier muss jetzt eine Straße langlaufen, weil das Überreste... Das sind Büsche! Ja. Die Büsche markieren den Weg genauso. Es ist völlig unnütz, das Signallicht da drauf zu setzen. Ja. Ich habe es damals einfach gemacht, nur weil ich es konnte. Ich habe einfach auf irgendwelche 5 Kreuzungen welche draufgesetzt. Ja, ich meine, kann man machen, aber das wird trotzdem alles markiert. Ja. Ja, hier haben wir etwas. Eine große Mitnahmemaske, nur nicht ganz so schön. Ja. Kann man da reinstechen? Kann man, ja. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Sprengen wir erstmal Sachen. Hock. Weil das ist immer das Erste, was man macht, wenn man nicht mehr weiß, was losgeht. Man sprengt einfach irgendwelche Sachen in die Luft. Ja, um dann einen Vergangenheitskristall zu aktivieren, der dann diesen Mechanismus repariert. Wer hätte es gedacht? Ja. Das war ja überhaupt nicht offensichtlich. Vor allem, um dabei noch Boblins zu aktivieren, die auf der Brücke stehen. Oh, das ist aber nicht nett. Relag. Ne? Da sind direkt zwei an der gleichen Stelle. Dann gucken wir nochmal, können wir beide erwischen? Ja, einer ist runtergefaked worden und einer kriegt einen Fangstoß ab. Boah, ne? Beide mit einem Streich mehr oder weniger. Und der ist nämlich reingefallen. Ein Schmuckschädel. Diese Nachbildung eines Schädels ist das Symbol eines Bockblends oder so ähnlich. Klingt irgendwie sowas. Oh, und damit haben wir jetzt 4 von diesen Dingern. Die sind super selten, die Teile. Der scheint davon auch gestorben zu sein. Wollte gerade sagen, scheinbar verschwunden. Na gut, soll uns recht sein, oder? Ja, ich beschwere mich nicht. Warum bist du jetzt da runtergesprungen? Weil ich das da aktivieren will. Na gut. Bombe! In Stimmung! Und dahinter finden wir. Ein Bernstein-Amulett! Sowas Sinnvolles und Wertvolles, yay! Sowas Seltenes vor allem. Da kannst du jetzt eigentlich eine neue Bombe einstecken, aber gut. Jetzt musst du da irgendwie erstmal wieder hochkommen, oder konntest du noch nichts mit diesem Ding da oben machen? Man kann jetzt was mit diesem Ding da oben machen. Man muss jetzt sogar was mit dem Ding da oben machen. War doch irgendwie klar. Ich wollte nur mal eben das Ding aktiviert haben und jetzt noch diese Statue aktiviert haben. Ja, da können wir jetzt zur Wüste Ranellen Norden fliegen, wenn wir wollen. Das ist doch mal was Sinnvolles. Aber was dieses tolle Ding macht, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Cliffhanger. Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.